Und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute soll es um 5 Tipps gehen, wie man eigentlich viel reisen kann, ohne eigentlich einen festen Job zu haben. Denn vielleicht haben es manche von euch mitbekommen, ich war dieses Jahr auf Mallorca, ich war in Norwegen, ich war an der Ostsee und ich war auch in Italien. Und das alles mehr oder weniger von meinem eigenen Geld. Wie ich das gemacht habe, erkläre ich euch heute. Tipp Nummer 1, und zwar kann ich das gleich auf mein Mallorca-Video beziehen. Bucht Last-Minute-Urlaubs, wenn das geht, und außerhalb von der Ferienzeit, weil das unglaublich viel günstiger ist. Wir sind für, lass mich nicht lügen, 5 Tage nach Mallorca geflogen oder auf Mallorca geflogen und haben mit Halbpension, mit Flug, mit Transfer, mit allem drum und dran 300 € bezahlt in etwa. Und das ist eigentlich in Ordnung für so einen Urlaub. Wir hatten ein 3- oder 4-Sterne-Hotel, es hatte auf jeden Fall Potenzial, noch einen Stern mehr zu bekommen, und man konnte da nicht viel verkehrt machen. Also Last-Minute-Urlaub buchen, auch wenn es geht, außerhalb von den Ferien. Gerade wenn ihr mit dem Abi fertig seid, habt ihr gute Möglichkeiten, das auch außerhalb von den Ferien zu machen. Wie gesagt, ich habe es nach meinen Prüfungen gemacht, bevor ich meine Prüfungsergebnisse bekommen habe. Und falls ihr das Video noch nicht kennt, dann schaut einfach mal da oben und guckt es euch an. Tipp Nummer 2 ist, bezogen auf mein Norwegen-Video, reist mit 2 Vollzahlern. Wenn ihr in dem Zimmer mit unterkommen könnt, dann ist es unglaublich viel günstiger in der Regel. Also wenn ihr mit 2 Vollzahlern in einem Zimmer seid, dann kann man auch ganz gut sparen. Tipp Nummer 3, arbeitet im Urlaub. Das klingt erstmal komisch, Urlaub, arbeiten, passt das zusammen? Ich wäre ja noch erschlagen. Aber wenn ihr im Urlaub arbeitet, also ich war bei einem Jugendreiseveranstalter in Italien und habe dort in der Küche gearbeitet, hatte meine Schichten und danach hatte ich eigentlich frei, kann man sagen. Natürlich hat man immer noch eine Aufsichtspflicht gegenüber den Jugendlichen, die dann dort sind, aber man hat im Prinzip nicht wirklich eine Bezahlung, das muss man in Kauf nehmen. Dafür darf man natürlich dort kostenlos wohnen, man hat eine kostenlose Anreise und man kriegt kostenloses Essen dafür, dass man halt dort seine Schichten arbeiten geht. Und man kann trotzdem noch den Tag genießen, außer man wird krank, so wie ich. Aber das kann man natürlich nicht ändern. Deswegen bin ich auch eine Woche eher nach Hause gekommen und konnte natürlich auch kein Italien-Video machen. Tipp Nummer 4, und zwar Campen ist viel billiger als teurer Hotelurlaub und es macht auch viel mehr Spaß. Schnapp dir deine Freunde, fahr ins Meer und campe einfach. Übers Wochenende egal, es kostet nicht die Welt und es lohnt sich definitiv. Wenn man dann abends am Strand sitzt und die Sterne beobachten kann und das Meeresrauschen hört, ist einfach ein unglaublich tolles Gefühl und es lohnt sich. Tipp Nummer 5, nutze Ferientickets. Bei uns in Sachsen kannst du im Sommer dir ein Ferienticket, glaube ich, für 28 € oder so holen. Dann kannst du komplett Sachsen einfach mit dem Zug befahren. Günstiger kannst du es nicht bekommen und entdecke einfach mal deine nähere Umgebung. Ich habe letztens ein Video gemacht, du musst nicht immer weit reisen. Da war ich am Grünsee. Es war wunderschön. Man muss immer nicht so weit reisen, dass man einen coolen Urlaubsort findet oder einfach mal was Neues entdeckt. Also, ich hoffe, dir haben meine Tipps gefallen und sag mir doch einfach mal, was du noch für Tipps hast, um günstig zu reisen. Schreibt es in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video, bei meinem Umzug vermutlich. Habt ihr Bock auf mehr solche Videos, einfach was man aus dem Reisen gelernt hat oder Tipps, wie man günstig reist, dann schreibt es mir in die Kommentare und ich sage ciao.